Verregneter Sommeranfang in Deutschland. Vollgelaufene Keller, überflutete Autobahnen und aufgeweichte Deiche. Das Zentrum von Stadtroda in Thüringen steht unter Wasser. Auch Regionen in Niedersachsen und in Bayern kämpfen seit Tagen gegen das steigende Hochwasser. Die Aussichten sind trübe. In 5 Bundesländern gibt es Unwetterwarnungen und laut den Meteorologen wird es weiter kräftig regnen. In den Alpen erwarten sie bis zu 150 Liter pro Quadratmeter. Das ist so viel wie sonst in einem Monat. Die Schweizer Feuerwehr versucht mit Sperrschläuchen Flussufer zu erhöhen. Die Lage an Aare und Reuss ist weiterhin angespannt. Auf Teilen des Rheins musste die Schifffahrt eingestellt werden.